Also, willkommen auf Kino der Toten. Viele von euch meinen ja mal, hier so unbedingt mal Kino der Toten machen. Allerdings muss ich sagen, Kino der Toten ist eigentlich, würde ich sagen, ziemlich unspektakulär. Also ich wüsste nicht, was ich auf Kino der Toten großartig machen soll. Hier kannst du eigentlich nur Packer punchen und im Kreis rennen, so ungefähr. Aber genau deswegen haben wir heute einen kleinen Mod mal aktiv, und zwar den Chaos-Mod. Den seht ihr jetzt oben links, das lädt sich alles gerade hier auf. Und alle 30 Sekunden soll hier irgendwie was geschehen. Ich habe das tatsächlich noch nie gezockt, aber es gibt wohl irgendwie 70 Variationen, was hier passieren kann. Deswegen dachte ich mir, zum Austesten ist denn Kinder der Toten ganz gut geeignet. Where is that zombie at? Was? Zombie sounds are around the player. Okay. Ja, schreibt mir gerne rein, wie ihr Kinder der Toten fandet. Viele von euch haben geschrieben, dass es eine der Lieblingskarten tatsächlich von euch ist. Da war ich ein bisschen verwundert. Wie schon gesagt, ich finde Kinder der Toten, also ist eine coole Map, so vom Aufbau her, Nostalgie und so. Aber heutzutage, Kino der Toten ist dann echt verdammt langweilig irgendwie. Ja, machen wir mit der Random Weapon erstmal weiter. Ja, wir haben jetzt nicht so wirklich ein Ziel für heute. Ich renne hier einfach ein bisschen rum, teste die Mod hier mal aus. Es gibt 70 Varianten, wir werden jetzt auch nicht alle durchtesten sozusagen. Aber ich mache euch ein Angebot, Leute. Ihr habt es mit den Likes ja schon letztes Mal so eigentlich ganz gut hinbekommen, muss man sagen. Ja, war very nice. Kuss geht raus nochmal an der Stelle. Ihr habt es beim letzten Mal, bei der letzten Like-Challenge ja relativ gut hinbekommen auf Eisendrache. Da habt ihr irgendwie 10 Millionen Likes rausgehauen gefühlt, obwohl ich sagte 300. 500 Likes, dann machen wir Eisendrache mit dem Mod mal. Vielleicht sogar Easter Egg, je nachdem, ob das möglich ist mit dem Mod. Wir versuchen es dann einfach mal. Vielleicht so eine kleine Challenge, dass wir mit diesem Mod alle Easter Eggs mal machen. Je nachdem, wie euch das natürlich gefällt. Aber wenn ich noch 500 Likes, dann setze ich mich mal bei Eisendrache dahin. Zombies lose random limbs. Einfach nur Arme verlieren und Beine verlieren? Oder was ist hier los? Ja, der hat schon Arme verloren. Ich will demnächst auch nochmal unbedingt Zombies in VR zocken. Das habe ich ja auch schon wieder ein bisschen länger nicht gemacht. Das kam jetzt auch, die letzten Videos davon kamen jetzt auch nicht so gut an, muss man sagen. Aber Origins gibt es mittlerweile davon. Mit einem großen Roboter sogar, habe ich gesehen. Das heißt, das ist definitiv etwas, was ich abchecken werde die nächsten Tage mal. Die kommen einfach angeflogen, so ungefähr. Let's go. Was haben wir denn? Return, Investment, Spend Points. Ah, Returned. Oh Gott! Jetzt schnell, 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 schnell. Wir kaufen uns einfach jetzt schnell alles. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nehmen wir die MP40 von der Wand hier mit. Ich habe auch, ich habe die Map einfach ewig nicht gespielt. In Black Ops 3 ist recht nicht. Das haben wir ganz gut geschafft. Remove Current Clip. Es sind scheinbar immer 4 Effekte zum selben Zeitpunkt aktiv. Innerhalb der Zeit. Jawohl! Das haben wir noch geschafft. Ja, jetzt haben wir im Endeffekt ja schon alles erledigt, was auf dieser Map zu tun ist. Wir haben Packer Punch aktiviert. Hey, Leute. Nice. Coole Karte, oder? Das meine ich halt. Das ist irgendwie nichts zu erledigen auf der Map. Du hast auch irgendwie relativ schnell das Einzige erledigt, was es zu erledigen gibt irgendwie auf der Map. Raygun Mark II. Gleich besser. Purchase bekommen Profit. Oh ja, das nehmen wir mit dann. 3K. Dafür bekommen, dass man das hier mitnimmt, du. Ich wünschte mal Cold War wäre so, dass man einfach Punkte dafür kriegt oder Geld dafür kriegt, wenn man das spielt. So als Grundgedanke schon. Das ist jetzt leider vorbei. Empty Specialist Power, ja gut. Da haben wir jetzt kein Problem mit. Das ist ja egal, das ist egal. Ich glaube tatsächlich mit dem Easter Egg kann das hier sehr interessant werden. Aber ich dachte mir, komm, ihr wolltet unbedingt mal wieder Dings sehen. Scheinbar Kino der Toten. Schreibt mir mal gerne rein, was man auf der Map vielleicht erledigen kann. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Habt das nicht so ganz so den Sinn hier irgendwie zu spielen? Okay, jetzt können Türen nicht gekauft werden. Das stört jetzt auch gerade nicht. Das kann echt, das kann sehr interessant werden mit einem Easter Egg. Sehr, sehr interessant, glaube ich. So, hier Max Ammo. Ach, das legt ja nicht automatisch nach. Bin ich schon voll gewohnt. So, dann, um die Aufgaben mal hier zu vollenden, machen wir auch mal... Lol. Hä? Zombie Power Up takes random perk. Ach, wenn da ein Zombie reinrennt, nehmen die sich einen Perk oder was? Hä? Oh, guck mal, ich bin im Fernsehen. Hallo, ich bin's. Ach, das kann man sogar canceln, dass das Ding dabei ist. Na nee, komm, wir spielen jetzt einmal mit der Random Waffe hier. Machen wir das so. Drakon am Start. Mal wieder die ganzen BO3-Waffen hier durchtesten. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich nicht euch die Glitches in dem neuen Forsaken-Ding da mal zeige. Problem ist nur, das Video wird bestimmt 3 Stunden gehen. Irgendwie gefühlt besteht die Map mehr aus Glitches als irgendwie richtigen Easter Egg-Steps. Upgraded Wallbys sogar. Ja gut, jetzt habe ich dieses Random-Waffen-Perk aber dabei. Das ist gerade das Problem. Spawn Red Perk Pop-Up.
Origins Mud. Oh, wir können jetzt nicht laufen. Oh mein Gott. Ich würde schon sagen, es ist ein sehr interessanter Mod, um damit mal Easter Eggs zu machen oder mal ein richtiges Ziel zu erfüllen. Oh mein Gott, Ziel zu erfüllen. Vielleicht habe ich ja mal irgendwann jemanden, der mit mir das Game spielt. Ich bin ja immer ein bisschen alleine, um ehrlich zu sein, was das Game angeht. Was ist jetzt los? Ja, falls ihr noch irgendwie YouTuber kennt, die auch BO3 bringen. Zombie zumindest, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es keinen. Spend Points will double. Einfach doppelt so teuer, oh mein Gott. Ja, so was, da muss man mal ein richtiges Easter Egg machen. Du. Es ist zwar nice, hier mal die ganzen Effekte durchzutesten. Aber am Ende ist es immer noch für mich Kino der Toten. Was ich einfach, naja, so mittelmäßig finde. Aber ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ihr habt ja immer nachgeschrien. Ihr habt es endlich. Hier, gehen wir mal mit. Max Ammo. Perks kostet doppelt. Ist es denn vierfach so teuer eigentlich, weil ja theoretisch zwei Effekte an sind? Oh, Packer Punch kostet 20% nur. Let's go! Das geht gar nicht. Das geht nicht. Ich glaube echt, so ein Cold War mit Mods und so wäre, glaube ich, ziemlich witzig. Schade, dass sie sowas nicht bringen. Das hätte, glaube ich, nochmal ein bisschen das Game gerettet, weil ich muss sagen, Cold War ist doch sehr enttäuschend gewesen. Jetzt abschließend kann man das sagen. Erst recht die letzte Map, die ist super verbuggt und irgendwie auch ein bisschen easy teilweise. Also ich habe gestern irgendwie eine Runde einfach wirklich die Maus in die Luft gehalten. Die Maus hatte ich quasi nicht bewegt. T-Post-Zombies, ja moin. Ich habe gestern einfach eine Runde, irgendwie 40 oder sowas einfach gemacht, just for fun, wo ich die Maus nicht auf dem Tisch hatte, wo ich quasi nur geschlagen habe und ich habe so die Runde einfach überlebt. Das Game ist ein Witz einfach, finde ich. Das ist ein Cyberpunk 2077. Wahrscheinlich, weil es so buggy ist, oder? Aiming disabled. Ja gut, da bin ich ja eh Experte drin. Can't earn points. Oh, doch. Das kann jetzt nicht wahr sein. Insta-Kill am Start. Let's go. Macht das Sinn, die Kills zu machen? Ja, jetzt krieg ich doch Punkte. Hä, ich krieg doch Punkte, oder? Hä, ich krieg doch Punkte. Hä, was ist denn hier los? Oder, nee, warte mal. Zombie Power-Up takes random points. 1900, du kleiner Asi, Mann. Direkt so viel geklaut. Ich dachte hier 500 oder 1000 maximal vielleicht, aber nein. Der kleine Dreckscrawler gönnt sich halt direkt 1900. Erstmal eine Playstation gekauft, bestimmt für den Preis. Randomized Door Prizes. Das testen wir direkt einmal aus. Wie teuer ist die hier denn auf einmal? 500? Das ist günstig, du. Nimm mal mit. Nimmt man auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich habe sogar schon alle Türen jetzt. Ja, nice. Yo, wo bin ich denn? Oh, einfach random Teleporter-Dings. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen mit einem Easter Egg. Das kann richtig, richtig witzig werden. Vielleicht sogar on Stream nachher. Mal gucken. Schaut doch gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. twitch.tv/alex mit Doppel-A. Er ist auch super slow. Er hier ist ein bisschen schneller schon wieder unterwegs. Oha. Oha. Oh mein Gott. Holy moly. Ha! Bitte bleiben Sie stehen. Oh mein Gott. Halt, stopp. Oh mein Gott. Guck dir mal, wie schnell die unterwegs sind. Weg. Jetzt wird's interessant, du. Jetzt wird's richtig interessant. Das kann einen schnell hier killen, du. Stell dir vor, noch, dazu hätten wir jetzt noch diesen Matsch oder sowas. Oh mein Gott. Hallo? Warum verreckst du nicht? Zombie Power-Up takes random points. Haben die auch alle wieder normales Tempo? Oder was ist hier los? Random Zombie Speed ist noch auf der linken Seite zu sehen. Das ist das Problem. Ah, mein Gott. Lass mich doch mal mit meinen Kollegen chillen, Mann. Dreckszombie. So, was geht bei dir ab? Schönen Tag gehabt heute. Ja, du weinst, ich kann's angenehm. Sehr nice. Dann ist irgendein Typ gekommen, hat alle abgeballert und seitdem chill ich hier, du. Crazy. Jetzt bin ich in ihm. Ganz tief drin, du. Zweite Frage für dieses Video. Welche Map soll ich nach Eisendrache machen? Ich mache auf jeden Fall als nächstes Eisendrache, weil Eisendrache bringt die meisten Klicks. Aber ihr dürft jetzt entscheiden, welches Easter Egg soll ich mit diesem Mod nach Eisendrache machen. Aber ihr dürft gerne entscheiden, welche Map soll danach folgen. Invincible sind wir, du. Ich würde es ganz gerne mal austesten, aber irgendwie habe ich keine Zombies hier. Du, hau mal bitte zu.
Haha, du kannst mir gar nichts, Junge. Du, easy. Perks kosten doppelt. Es wiederholen sich tatsächlich viele Sachen, aber ich glaube, wenn wir wirklich tatsächlich eine Aufgabe haben, die ein bisschen komplexer ist, ich glaube, Origins wird sehr interessant hiermit. Ich glaube, dann kann es hier richtig, richtig witzig werden und richtig frustrierend wahrscheinlich auch. Points erörtert. Was? Negativpunkte? Bitte was? Oh mein Gott. Stell dir vor, du hast so eine Masse an Zombies auf einmal vor dir und willst halt punchen gehen, aber hast du nicht mehr genug Punkte zum Punchen. Das wär's. Okay, Zombies bewegen sich nicht, wenn ich sie nicht sehen kann. Dann will ich nochmal austesten, du. Jetzt geht er. Jetzt dreh ich mich um. Theoretisch darf er mich nicht anhitten. Ja, es funktioniert sogar. So. Hilfe! Ich guck wieder weg. Ich guck erstmal wieder weg. Bitte? Fake Crash, ich dachte schon hier, what the fuck? Hä? Oh nein! Ich wollte da hinten raus, ja geil, jetzt habe ich eine Raygun ohne Munition, während ich im Eliminator lieg. Geil. Oh no. Dachte hier, was ist denn jetzt los, du? Eigentlich ist der Error-Sound, glaube ich, ein anderer mittlerweile. Ich habe Windows 11 mittlerweile. Oh nein, hier ist ja alles dicht. Hier ist ja alles dicht. Da hinten ist das deaktiviert, oder? Ja. Bottomless Clip. Oh, wir haben unendlich Schuss. So. Nein! Wo ist Quick Revive hin? Verdammt! Die Perk Locations sind ja alle geändert worden. Quick Revive, verdammt, wo bist du? Unlimited Power. Keine Ahnung, was für Power wir hier haben sollen. Strom hatte ich ja schon vorher gehabt. Das wollte ich auch nicht haben. Aber ich... Oh nein! Wo ist Quick Revive hin? Oh mein Gott. Ja, geil, wenn ich jetzt mal austesten könnte. Da, all Power-Ups move to player. Das stimmt auch nicht, du. Das stimmt nicht. Da müssen wir schon manuell hinrennen. Wo ist denn jetzt Quick Revive hin? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Jugger, let's go. Ich glaube, hier hinten war noch irgendwo eine Location. Oh, ich häng fest! Nein! Oh Gott. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war es also von dem Chaos-Mod. Es war sehr, sehr witzig, das Ganze mal auszutesten. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das auch schon von dem Video für heute. Heute, wie schon gesagt, mal Kino der Tod mal wieder abgecheckt nach Ewigkeiten. Mit dem Mod war das echt ziemlich witzig. Und ihr wisst schon, was zu tun ist, wenn ihr Eisendrache damit sehen möchtet, das Easter Egg. Und schreibt mir auch gerne rein, welche Map ihr davon noch sehen möchtet, welches Easter Egg. Dann kann ich das Ganze mir schon ein bisschen vorproduzieren. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war es jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, kauft meinen Merch, werdet Kanalmitglied, streichelt eure Katze. Sagt euren Eltern, dass ihr sie lieb habt und habt einen schönen Tag. Bis dann, ciao.